Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zum ProTrain Perfect 2 mit mir, dem Bio. Ich bin wieder da. Weiter geht's nach Spandau. Wir sind immer noch auf dem Add-on 4 unterwegs vom ProTrain Perfect mit der Berliner S-Bahn auf der Linie S3, wie gesagt, Richtung Spandau. Und letzte Folge haben wir jetzt hier aufgehört in Ostkreuz. Und das heißt, wir machen uns jetzt mal eben schnell mal von dannen. Und ja. Dann würde ich sagen, los geht's. Und machen, dass wir davon kommen. So. Diese Töne sind so geil. Und damit geht's los. Abfahrt. Ostkreuz. So. 60, 70 dürfen wir halt, oder? 70 war hier. Erstmal vielen, vielen Dank für all eure Kommentare. Das hat mich echt sprachlos gemacht, muss ich gestehen. Ich hätte ja nun nicht gedacht, dass sich dafür Leute noch begeistern können. Nächste Station, Warschauer Straße. Aber scheinbar gibt es da noch so den einen oder anderen, der da halt wirklich auch noch Lust drauf hat, auf so ein bisschen Nostalgie. Sogar der Sebastian hat geschrieben, na geht doch, der sieht doch mal nach was aus. Und ja, der sieht wirklich mal nach was aus. Mir selbst gefällt der auch ziemlich gut. Also jetzt mittlerweile. Damals habe ich ihn gehasst, ja. Gehasst habe ich ihn. Aber naja. Warschauer Straße, ihr Lieben. So. Türen sind offen. Oh, komm schon. Ja, brauchen wir ein bisschen mit dem Nachladen. Das dürfte er mir jetzt nicht übel nehmen. Das hat nichts mit meinem Rechner zu tun. Ist natürlich auch schon eine recht alte Simulation. Ja. Also, aber es sieht halt einfach mal hübsch aus, wenn man sich das Ganze so anguckt. So. Ja, sieht das schon echt nett aus. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So. Ah, guck mal, das ist die U2-Halle. Haben die echt schon hier drin, ja? Das hätte ich ja nicht gedacht, dass die hier schon drin ist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der Ostbahnhof. Nächste Station, Berlin-Ostbahnhof. Übergang zum Fernverkehr, U-Bahn und zum Regionalverkehr. Ja.
Was voll hier. Der Ostbahnhof hier. Ja, hier oben stimmt. Tatsache, steht drin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ich glaube, das war der Thorsten. Meiner Meinung nach war es gewesen. Der hat sich da ein bisschen drüber beschwert. Dass nämlich tatsächlich, zum Beispiel, wenn man jetzt hier guckt, das Zugzielsystem, das funktioniert hier oben. Ja, Hauptbahnhof, Spandau, nicht einsteigen. Also, das geht hier. Geil. Also, ich kann so Bilder machen, ey, das ist zum Umfallen, ey. So, guck mal, das sieht auch ganz nett aus hier. So, Berlin-Ostbahnhof. So. Gibt's auch nicht in jedem Train Simulator Teil, ja, das ist halt auch mal, also dieser DLC, dieses Add-on ist halt irgendwie was mit 2010, 2012 irgendwie sowas erschienen und dadurch, dass ich ja halt relativ wenig mit Pro Train Perfect zu tun hatte, ist dieses Add-on total an mir vorbeigezogen und wie hammergeil der eigentlich ist, das ist total an mir vorbeigezogen. Ärgert mich ein bisschen, muss ich gestehen, ärgert mich sehr doll. Weil der hat ein riesen Streckennetz von der Berliner S-Bahn hier drin, der halt in wirklich vielen Simulatoren einfach fehlen. Ich meine, so der Microsoft Train Simulator, der hat ja gar nichts, ja? Wenn man das mal so nimmt. Meine Damen und Herren. Wie sieht's aus? Können wir abfahren? Warte auf Streckenfreigabe. So. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Gefällt mir. Nächste Station, Janowitzbrücke. Hier habe ich damals Praktikum gemacht bei der Deutschen Bahn als, weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Früher standen hier immer noch Leute rum, ja, die die Ansagen immer gemacht haben, so einsteigen, nicht einsteigen und dann hast du nicht. Also das, was heute, oh Gott, das, was jetzt der Fahrer macht, ja, das waren damals noch ein separates Personal gewesen. Und da hatte ich hier damals in der Janowitzbrücke, war ich eingesetzt gewesen und durfte diese Ansagen machen. Absolut furchtbar, muss ich gestehen. Absolut furchtbar. Hat mir keinen Spaß gemacht. Hier fallen ja so viele Züge. Das ist unglaublich. Und wenn du das erste Mal machst, kommst du so durcheinander. Irgendwann, das ist der Wahnsinn. Da kommst du durcheinander. Aber guck mal, wir sind jetzt schon richtig da. Alexanderplatz da vorne. Geil. Hier ist immer der Jahrmarkt.
der Große, der in Berlin ist. Das ist Alexia, ne, das große Einkaufszentrum, was sie ja neu gebaut haben am Alexanderplatz. Ja, das ist alles hier. Wie gesagt, hier vorne eigentlich nur dieser Parkplatz, der dann aber halt gerade für Weihnachten und sowas für den großen Weihnachtsmarkt in Berlin dann geordert wird. Ein bisschen zu schnell. Mal mit Leben. Da ist das Park-In-Hotel. Nächste Station, Alexanderplatz. Alexanderplatz. So, Galerie Kaufhof. Weiß gar nicht, was wir für einen Zug haben. Also, wenn man auf Simulation steht, ganz ehrlich, ist dieser Teil absolut Pflichtprogramm. Wirklich. Da muss ich echt wirklich sagen. Guck euch das an, ey. Die das ausgebaut haben. Na gut, hier hinten, na doch, guck mal. Guck dir das an hier. Wie weit du hier reingucken kannst. Ja, das ist echt fantastisch. Boah. Hackischer Markt war da gerade zu sehen gewesen. Warte mal. Wo war das? Hier muss das gewesen sein, irgendwo. Genau, hier unten war die Stelle gewesen, wo das Bild von dem Sebastian gemacht wurde. Na, das war hier unten an der Straße, die Linie 100. Kommt leider, man kann leider nicht, ne, man kann nicht so weit hochgucken, leider. Sehr schade. Ja, wie gesagt, hier auch Bilder machen, das ist absolut fantastisch. So, warte mal. Mach mal hier so. So. Hier unten fährt die Straßenbahn lang hier, ne? Über den großen Platz. Das wäre vielleicht auch noch ein ganz geiles Bild hier. Ne, so. Über den Alex. Nein, nein. So, okay. Pause weg damit. Das heißt, wir können wieder uns fahrbereit machen. Cool. Gefällt mir. Absolut genial. Also muss ich ganz ehrlich sagen, müsste ich mir eine Schelle eigentlich selbst geben, dass ich diesen verpasst habe. Das wär wahrscheinlich ein Addon gewesen, den ich rauf und runter gespielt hätte. Zumal es ja, wie gesagt, ja nicht nur die S3 gibt, es gibt ja noch die S7, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und noch irgendwelche, warte mal, muss ich mal ganz kurz gucken. Addon 4 ist das? Addon 4, waren wir? Da. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Oh, komm. So, also wir haben hier drinne die S3 Erkner, Berlin-Spandau, S5 Strausberg Nord-Westkreuz, S7 Potsdam Hauptbahnhof nach Ahrensfelde. Geil. S75 Wartenberg nach Berlin-Spandau. Die machen wir alle durch. Die gucke ich mir alle an. Also, wenn bis wir irgendwas anderes erstmal sehen hier im PTP, gucken wir uns erstmal die ganzen S-Bahn-Linien an. Da habe ich massiv Lust drauf. Es tut mir leider leid, wenn ihr da jetzt mehr sehen wolltet. Aber die muss ich mir alle angucken. Nächste Station, Hackischer Markt. Hackischer Markt, nicht Hackischer Markt. Was ist das denn? Ein bisschen. Hier war ich mit Ice Dragon.
waren wir hier im Netzwerkcafé zocken, Counter-Strike und Co. Hier stehen auch die gehobenen Damen, ja, falls ihr mal Damen braucht, sucht oder sowas, könnt ihr hier die Edeldamen besuchen. So. Aber das sieht auch alles so hübsch aus, weil auch die Züge, die sind relativ modern und nicht so verschrobt. Also man muss ja sagen, der Train Simulator, der Microsoft Train Simulator ist ja nun schon ein paar Tage alt. Darf man nun mal nicht vergessen. Und, aber ich finde, es gibt ja auch die Berliner S-Bahn-Linie, wo du halt auch wirklich die alte S-Bahn und die B481 hier drin hast. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Qualität hier im ProTrain Perfect 2 ist anders als für die Qualität von dem Microsoft Train Simulator. Sind aber auch 10 Jahre Unterschied, ne, von der Entwicklung, und hast du das nicht gesehen. Das darf man alles nicht vergessen. Aber dennoch. Cooler DLC. Sehr cooler DLC. Oder Add-on ist es ja noch. Add-on! Ja, das ist die Museumsinsel. Immer ein bisschen zu schnell. Aber ich glaube, wir sind ja auch außerhalb unseres Zeitplans. So, jetzt kommt Berlin-Friedrichstraße. Nächste Station, Berlin-Friedrichstraße. Hier muss ich immer umsteigen, wenn ich nach Hause will. Cool gemacht, Alter. Richtig cool gemacht. Fällt mir richtig, richtig gut. So, damit verlasse ich euch aber. Das ist für heute das Ende. Hier in. Oh, aber ich guck mal, das mit den Scheiben hier, das ist auch ein bisschen blöd. Wie gesagt, hier beenden wir. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Auch auf wie wir hier da durchglitschen. Dadurch. Ja, ist wurscht. Also, das sind so Feinheiten, da weißt du, die dürften jetzt beim Train Simulator von Dovetail Games nicht mehr passieren. Zu damaligen Verhältnissen, glaube ich, hat da jetzt nicht wirklich jeder groß Wert drauf gelegt. Ich verabschiede mich hier. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns am Donnerstag wiedersehen, zu einer neuen Folge. Hier wieder zu ProTrain Perfect 2 Addon viel Berliner S-Bahn. Ich würde mich freuen. Lasst mir gerne auch Kommentare und Likes da. Wie gesagt, ihr habt das spitze gemacht die letzte Woche. Darüber freue ich mich natürlich um einiges. Denn, ja, wenn es natürlich auch bei euch gut ankommt. Ich weiß, dass es denn euch auch interessiert. Und das ist genau der Punkt, den ich hier seit längerem schon wirklich vermisse. Ich weiß immer nicht, ob euch die Projekte interessieren oder nicht, aber bei PTP 2 und bei dem Microsoft Train Simulator habe ich das Gefühl, euch gefällt das, was wir hier machen. Das macht wahrscheinlich auch nicht jeder YouTuber, aber auch geil, muss ich sagen, fand ich diesen einen Kommentar ziemlich cool, den will ich jetzt auch nochmal schnell dazu sagen, dass es jetzt endlich mal einen YouTuber gibt, der sich den ProTrain Perfect 2 nochmal nimmt oder auch den Microsoft Train Simulator und das einfach nochmal komplett neu macht. Vielen, vielen Dank. Also das ist ein Kommentar, wo ich sagen muss, wow, das ist aber schon sehr, sehr hohe Ehre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es persönlich auch ultra viel Spaß. Und wenn ich euch dafür auch noch begeistern kann, dann ist das natürlich umso besser. Jetzt aber genug der Worte. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.